Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem CSGO-Video und heute gibt es ja wieder ein gesponsertes Video. Wir befinden uns heute nämlich auf Holyboost. Ja, das ist eine Case-Opening-Seite, die wahrscheinlich schon gar der ein oder andere kennt. Ja, wurde schon von dem einen oder anderen YouTuber vorgestellt, ich glaube auch von Bieber und so weiter und so fort. Das heißt, die Website ist ein bisschen bekannter in der deutschen CS-Szene. Wie gesagt, das ist ein gesponsertes Video, wir haben $400 von der Seite hier bekommen und da schauen wir heute einfach mal so, was heute damit läuft. Wenn ihr selber Freecoins auf der Seite haben wollt, dann könnt ihr euch mit dem ersten Link in der Beschreibung anmelden, das ist nämlich sozusagen mein Referral Code, ja, da bekommt mich da ein bisschen was und ihr bekommt auch was, ihr bekommt nämlich so, ich glaube 50 Cent sind es, ja, nicht 100% sicher, aber ich meine 50 Cent, mit dem ihr dann eben auch hier einfach mal ein paar Cases öffnen könnt, euch da einen Eindruck verschaffen könnt und vielleicht auch sogar den anderen coolen Skin bekommen könnt. Oh ja, wie gesagt, Holyboost ist eben eine Seite mit verschiedenen Cases, ja, hat ja auch ein gewisses Genre, ja, das sind hier eben sozusagen Autos und hier normale Cases, es gibt hier alles drum und dran, es gibt hier PUBG, Hindsight Dance, aber wir fokussen uns heute natürlich auf CSGO, ja, und hier gibt es auch einige Cases, die teilweise sogar eigentlich ziemlich cool designt sind. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen zuallererst mal ein paar andere Cases auf, ja, ich würde einfach mal sagen, es hört schon, ja, es ist ja auch schon im Genre drin, ja, sozusagen dann hier ein Auto-Sound, ja, und wenn ihr dann eben hier drauf drückt, dann kommt sozusagen auch, sozusagen der Leerlauf von dem Auto, ja, ist an sich eine coole Sache und wenn ihr das dann aber irgendwann noch nicht mehr hören wollt, dann könnt ihr einfach, ganz einfach hier auf eben die Soundmute gehen, dann müsst ihr euch das anhören, aber trotzdem, ja, ich find's an sich eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit geht's da vielleicht ein bisschen auf die Nerven. Also, ja, und ich würde einfach mal sagen, ja, wir haben jetzt zwei Cases rausbekommen. Eine Elite-Build haben wir jetzt auch noch bekommen. Mal gucken, was wir jetzt ziehen. Nochmal eine Elite-Build. Ne, eine Cortisera. Minimal Wear. Gucken wir mal, welche Condition. Ja, haben sogar zweimal Profit gemacht hier von den drei Malen. Okay. Ich würde sagen, als nächstes machen wir nochmal ein paar AK-Cases auf, ja. Ich frage mich auch gerade, ob das immer der gleiche Sound ist im Hintergrund. Oh, eine Safari-Mesh. Natürlich so eine Fire Serpent. Die war natürlich ein bisschen besser gewesen. Ne, nochmal eine Safari Mesh, schade. Ich finde die Sounds cool, ich finde die Sounds echt cool. Also, und noch eine Elite Build in viel testet. Ja, gut, ja, gibt es Besseres, aber wir haben ja gerade bei der AWP ein bisschen Profit gemacht. Es gibt hier noch Epic Fight Boosts. Das sind jetzt gemischte zum Beispiel. Also, hier kann man jetzt auch noch ein paar Knives ziehen: Icarus Fell, eine Bloodsport, aber auch hier eine Elite Build und eine Nitro. Gucken wir mal. Nope. Okay, Versuch Nummer 2. Und auch nicht so lecker. Schade. Ich soll es vielleicht auch nicht immer verkaufen. Warte, wir können ja einfach mal auf. Warte mal. My Inventory gehen. Ah, und jetzt sehen wir hier sozusagen die. Man sieht auch, wie viel da in Stock sind. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und dann gibt es ja noch die Sonic Boost. Ich will aber eher eigentlich bessere Cases aufmachen. Also. Wir machen ja sonst immer so richtig langweilige Case teilweise bei mir auf, ja. Also ich glaube, da können wir uns jetzt ja auch ein bisschen steigern. Was hätten wir denn hier? No Limits Boost. Da haben wir ein paar, sogar ordentliche Pink Skins, ein paar Red Skins, eine Medusa, eine Haul. Ich würde mal sagen, $20. Eine Boom. Mal gucken, wie viel eine Boom wert ist. Mal gucken, wie viel eine Boom wert ist. $21. Guck mal, wir haben sogar ein bisschen Profit gemacht, ja. Also die behalten wir auf jeden Fall. Drücken wir gleich mal auf Try Again. Gucken wir mal. Eine Hellfire. Na gut, ja. Kann man sich nicht beschweren. Obwohl, 6,81 €. Ich dachte jetzt eigentlich, hey, war ich gerade komplett verpeilt? Man kann sich nicht bei einer Hellfire beschweren. Die Case kostet $20. What the fuck? Was ist mit mir gerade los? Und nochmal. Ich bin heute irgendwie noch nicht so richtig wach. Ich bin heute echt noch nicht so richtig wach. The point is area, ja, das ist auch nicht viel besser. Obwohl ich mir nochmal, ich glaube so $12 müsste die wert sein. 15 sogar. Wir haben trotzdem Verlust gemacht. Ich würde sagen, wir try again noch einmal. Ja, dann haben wir jetzt einfach so $80 gerippt. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aquarian Revenge. Viel testet. Na gut. Na gut. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir createn uns jetzt mal unsere eigene Case hier, ja. Also hier kann man wirklich alle möglichen Items raussuchen, die machen wir dann auch ein paar Mal auf, ja. Ich würde sagen, was sind denn coole Items? Ich würde sagen, wir nehmen ein M9 Lore. Das ist ein cooles Knife, ein Flip Knife, Tiger Teeth auch noch, ein Factory New. Das kann man sich auch dann irgendwas Billigeres, eine Blaze ist cool. Lass das einfach mal so in diesem gelben Theme. Warte mal, dann noch eine Fuel Injector Minimal Wear, der Chanticus Fire. Und doch irgendwas ziemlich billiges, um die Orts ein bisschen runter zu machen. Immer noch eine Tech-9 Fuel Injector.
Dann machen wir die hier auf 5 und die, wahrscheinlich 150. Machen wir die hier auf 5 und dann machen wir die hier auf 2 ebenfalls. Dann machen wir die hier noch auf 49, Count Price. 28 Dollar ist auch nicht viel besser, ne? Ja, dann machen wir die zweimal auf. Machen wir die zweimal auf. M4K1. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere eigene Case. Oh, you boy. Die ist echt teuer mit 28. Ich glaube, da hätte ich echt ein bisschen besser neue Items reinpacken sollen. Vor allem günstigere, ne? Okay, ich würde aber mal sagen, kommt. Wir open die Case. Mal gucken. Mal. Obwohl ich eigentlich sagen muss, dass es gar nicht so doof war, dass ich so heute Abends gemacht habe. Du zahlst jetzt zwar 28 Dollar, aber du bekommst trotzdem 22 Dollar raus, was an sich eigentlich gar nicht so beschissen ist. Das ist eigentlich gar nicht so doof, was ich hier gemacht habe. Muss ich jetzt gerade mir, muss ich mir gerade schon ein bisschen sagen, so. Du kannst hier keinen krassen Verlust machen, außer du kriegst halt die Tech 9, ne? Aber du hast halt Chance auf einen Fuel Inject und so. Ha, vielleicht ist sie gar nicht so extremisch. Ist die vielleicht ein bisschen scheiße? Ja, aber du hast eine 10%ige Chance auf ein sehr, sehr gutes Item. So, und jetzt will ich einfach mal noch sagen, Leute, ja, will ich jetzt hier auch nochmal was zeigen. Nämlich gibt es dazu hin auch noch zwei verschiedene Features, ja. Nämlich gibt es hier noch die Quests und das sind sozusagen eben Aufgaben, die ihr täglich erfüllen könnt. Dann bekommt ihr sozusagen einen gewissen Bonus. Der heutige Quest Award, ja, das heißt sozusagen, wenn ihr diese Quest erfüllt, ist 4,50 $. Das ist einiges an Geld, ja. Und dann müsst ihr sozusagen alle diese 5 Sachen hier completen, dann bekommt ihr die 4,50 $, ja. Wir haben schon eins sogar completed, das wäre nämlich After Opening Case, click Try Again 2 times, das heißt einfach Try Again zweimal drücken. Was gibt es denn sonst noch? Open, Blau Cases dreimal, das können wir eigentlich auch kurz machen. Machen wir das mal ganz kurz, ja. Machen wir einfach ganz kurz das mal. Da ich relativ egal, was ihr hier bekommt, ich will sozusagen nur zeigen, wie man hier natürlich die Quests macht. Ich bin eigentlich richtig dumm, ne? Ich hätte eigentlich alle drei Blue Items auf einmal machen können. Hätten wir jetzt nicht dreimal hintereinander jetzt hier ins Raussuchen können. Ist egal, ja. Das heißt, das hätten wir jetzt auch sozusagen geschafft. Wir aktualisieren mal ganz kurz, ja. Das haben wir jetzt auch geschafft. Open your own custom case 2 times. Die kostet 30 Dollar, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Aber die könnten wir jetzt auch nochmal öffnen, ja. Und dann würden wir dann sozusagen das auch bekommen. Open daily free case 4 times, ja. Das ist sozusagen eben hier eine free case, die ihr sozusagen öffnen könnt. Jedoch muss man hierbei auch dann eins sagen, nämlich könnt ihr diese Case nur öffnen, wenn ihr, ich glaube, in der Woche, in der ihr die sozusagen öffnen wollt, depositet habt. Ja, das ist, wenn ihr hier eben drauf drückt, dann seht ihr unten auch. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Euro deposit, dann könnt ihr diese Case hier ein paar Mal aufmachen und dann könnt ihr da vielleicht was Cooles rausziehen und könnt mehr oder weniger sozusagen euer Geld wieder reinholen, ja. Das gleiche sozusagen auch noch hier. Es steht jetzt hier zwar, man muss 5 Dollar über G2A depositen, aber wenn man das macht, dann bekommt man ja sozusagen 4,50 $ raus. Das heißt, man verdoppelt sozusagen fast schon das Geld, was man reinsetzt, was an sich eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben alle Features abgehakt. Ja, jetzt können wir nur ein bisschen Spaß hier haben. Wir haben noch 267 Dollar drauf. Das heißt, da kann vielleicht doch noch die eine oder andere coole Case rausfallen. Ja, wir gehen nochmal auf CSGO. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ja, ich würde sagen, es gibt hier eine 50 Dollar Case, die Summer Boost Case. Da würde ich einfach mal sagen, die können wir ja noch offen machen, ja. Dann machen wir die einmal auf und dann suchen wir jetzt noch irgendeine ziemlich coole Case. Oh, würde ich die öffnen? 50 Dollar, ne? Oh, ich würde sagen, wir öffnen die Case in 3, 2, 1, go! Oh Gott. Bitte gib mir die... Oh nein! Wir könnten die beiden aufmachen, dann noch eine kleinere Case aufmachen. Ich glaube, das machen wir. Warte mal, wir öffnen die Knife Boost Case jetzt hier noch. Das ist eine 100 Dollar Case. Alter, 100 Dollar, Jungs. Jetzt würde ich im Chat hier schreiben, bitte habt euch da mal ganz gediegen rein. So, was kann man denn dafür bekommen? Wir könnten einen Doppler FN bekommen, Marble Fade Karam mit einem Kamit Fade. Oh, man könnte so viele geile Knives bekommen, ne? Aber es gibt hier auch ein paar Knives, die überhaupt. Oh, absolut ekelhaft. Sind ein Rust Code. Vielleicht Knife. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen zurück, ja. Oh, scheiße, Mann. Wir müssen nur in einer der beiden Cases was sehr Gutes rausziehen. Wir sind im Profit. Okay, ich würde sagen, kommt. Wir öffnen die 100 Dollar Case in 3, 2, 1. $65 für ein Flipknife Stained and Field Tested.
Wer zahlt für so ein scheiß Knife 65 Dollar? What the fuck? Vielleicht gibt's dann, wie gesagt, einer dieser Knives dann mal als Stream Go Away. Mal gucken. Als Stream Go Away. So, und jetzt haben wir noch 117 Dollar. Oder sollen wir. Warte mal. Oh, wartet mal. Die Hellfire? Die hier, warte mal, können wir die. Ist genug? Nein, wir brauchen noch 2 Dollar. Fuck! Wir brauchen noch 2 Dollar. Muss ich jetzt eine Aquarian. Ah, das war dumm. Ich hätte die. Verkaufe ich noch die Aquarian Revenge? Sag ich genau das, was ich da nicht machen sollte. Dass man jetzt hier irgendwie dumme Sachen verkauft. Aber ich glaube, wir machen. Wir könnten hier echt nur einen Profit machen. Also, Jungs, 150 Dollar Case. Einen K mit Gamma Doppler, einen M9 Gamma Doppler und eine Full. Oh Gott, es gibt hier richtig geile Sachen. Also alles bis hierhin müsste auf jeden Fall Profit sein. Alles, glaube ich, so, das ist so plus minus null. Aber das wollen wir nicht haben. Wir wollen Profit haben. Wir wollen Profit haben. Wir wollen mit Profit hier rausgehen. Das ist alles Bullshit. Okay, Jungs, also 150 Dollar Case in 3, 2, 1. Bitte, 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 bitte gib mir ein ordentliches Knife. Bitte gib mir ein ordentliches Knife. Nein, keine Stat-Check. Obwohl, ich warte mal, die ist mit dem. Oh. Perfekte Scheiße, Mann. Bei mir unten, ich dachte ja, also keiner hat hier irgendwas richtig Krankes gezogen. Dann ziehe ich vielleicht was Krankes. Das sind ja keine diese Knives, aber. Ist halt auch ziemlich beschissen, ne? Ja gut, aber ich würde trotzdem, trotz all dem sagen, ja. Ich war auch dumm. Ich habe auch dumm gespielt. Ich hätte die nicht. Ah, ich hätte eigentlich echt nicht die Skins verkaufen sollen, ne? Und. Ja, es war ein bisschen dumm am Schluss, die alle Sachen zu verkaufen. Aber trotzdem, ja, würde ich auch mal sagen, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es gefallen, könnt ihr gerne Bewertung da lassen. Und ja. Wie gesagt, ja, könnt ihr gerne auf die Seite gehen. Könnt ihr meinen Code benutzen, wenn ihr wollt. Und dann würde ich aber mal sagen, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Wie gesagt, macht gerne beim Weihnachts-Giveaway noch mit. Und dann würde ich aber mal sagen, Leute, ein paar der Items gibt es dann im Stream zu Giveaway. Aber ich werde wahrscheinlich die Stat-Track Redline kleiner machen, die dann mir ein kleineres Geld auszahlen, die ich dann auch irgendwie Giveaway oder so. Beziehungsweise im Knife können wir dann vielleicht auch mal irgendwann anders Giveaway. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.